Wusstest du, dass Honig gefährlich für dein Baby sein kann? Alles Wichtige in einer Minute. Vermehrt folgt uns. Warum ist Honig für dein Baby gefährlich? Honig kann für Babys unter einem Jahr gefährlich sein. Es enthält manchmal Spuren von einem Bakterium, das Botulinumtoxin produziert. Dieses Toxin kann bei Babys zu Säuglingsbotulismus führen. Ihre kleinen Körper können diese Spuren noch nicht abwehren. Säuglingsbotulismus ist selten, aber ernst. Symptome sind zum Beispiel schwaches Weinen und Schwierigkeiten beim Essen. Deshalb im ersten Jahr kein Honig für Babys. Ab wann dürfen Babys Honig essen? Erst nach dem ersten Lebensjahr, wenn das Verdauungssystem des Babys ausgereift ist, kann es Honig sicher verarbeiten. Vorher ist das Risiko einer Bakterieninfektion zu hoch. Dürfen Babys mit Honig verarbeitete Lebensmittel essen? Nein, auch diese sollten vermieden werden, da die Gefahr besteht, dass das Baby mit den gleichen schädlichen Keimen in Kontakt kommt. Was ist zu tun, wenn das Baby Honig gegessen hat? Du solltest einen Arzt aufsuchen. Säuglingsbotulismus kann ernsthafte Symptome wie Verstopfung, Atemprobleme oder Muskelschwäche verursachen. Im Krankenhaus kann das Baby überwacht und behandelt werden, um eine schnelle Genesung zu gewährleisten. Denk daran, die Gesundheit deines Babys hat oberste Priorität.